Heute geht's weiter mit der Spuckpalme. Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu Potplanter, eurem Kanal rund um die Pflanze. Und ja, die letzte Folge ist jetzt mittlerweile 3 Wochen her. Es hat auch bisher kein Update auf Instagram oder sonst irgendwo gegeben. Nein. Nichtsdestotrotz geht es heute damit weiter und zwar wie gesagt 3, fast sogar 4 Wochen jetzt nach dem ersten Video. Und in dem letzten Video habe ich euch gezeigt, wie die Spuckpalme bei mir aussieht. Da hatte ich eine etwas ältere, beziehungsweise, ja, wie alt war sie zu dem Zeitpunkt? Sagen wir mal, eine Pflanze, die war etwa 2 Monate alt oder 1,5 und 2 kleine, die ich nachgesät habe. Da blende ich euch auch mal kurz ein Video zu ein, wie die aussahen. Und mittlerweile, muss ich sagen, habe ich mir gedacht, ja, raus aus der Erde und rein ins mineralische Substrat und jetzt stehen sie hier. Ich habe sie alle 3 in dieses kleine Töpfchen hier gepackt, denn ja, hier ist es für mich einfach viel leichter, auf alle 3 Pflanzen gleichzeitig aufzupassen und ja, ist halt auch wesentlich einfacher in der Pflege. Ne? Ich brauche jetzt nur noch ein Behältnis zu gießen und zu kontrollieren und muss dann nicht ständig da gucken, da gucken, da gucken. Und ja, so ist es einfach viel, viel leichter. Ich zeige es euch jetzt noch mal ein bisschen näher in die Kamera. Ja, sehen auf jeden Fall super aus. Die 3. In der Mitte, das ist die älteste. Und ja, die anderen beiden haben aber auch ziemlich gut nachgeholt. Und wie man erkennen kann, überall befindet sich auch schon der Neuaustrieb. Ne, hier einmal in der Mitte, da einmal und da einmal. Also ich sag mal, es geht bald richtig los mit dem Wachstum. Jetzt ist nur die Frage, soll ich die Pflanzen umtopfen? Nochmal jetzt? Oder soll ich würde sagen, ich lasse die jetzt nochmal 2 bis 3 Wochen hier so drin stehen. Drinnen wird sich wahrscheinlich auch schon vom Wurzelwerk ein bisschen was ja, miteinander kreuzen. Aber das ist dann nicht so wild, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir lassen die jetzt nochmal 2 bis 3 Wochen so da drinnen. Und würde die dann umtopfen. Dann ist halt nur die Frage, sollen wir hieraus ein Experiment machen? Wenn ihr da ein Experiment zu sehen wollt, keine Ahnung, was euch da einfällt, zum Beispiel einmal düngen, einmal nicht düngen, einmal ganz scharf düngen oder ja, lasst eure Kreativ da freien Lauf. Sagt mir auf jeden Fall in den Kommentaren darüber mal Bescheid, ob ihr darüber ein Experiment sehen wollt. Oder soll ich die einfach hier so drinne weiter wachsen lassen oder. Ja, wenn euch das auf jeden Fall interessiert, dann abonniert gerne meinen Kanal. Lasst mir ein Gefällt mir da und wenn ihr wollt, aktiviert auch die Glocke, dann werdet ihr die nächste Folge auf gar keinen Fall verpassen. Haut rein, Leute!